Dieses Videoprogramm zeigt die Bauteile, die Funktionen und die Prüf- und Einstellarbeiten der Car-Jetronic. Was heißt Car-Jetronic eigentlich? Car steht für kontinuierlich. Jetronic ist die Bezeichnung der Firma Bosch für Einspritzsysteme. Schauen wir uns zunächst die Bauteile der Car-Jetronic an und erklären wir ihre Funktionen. Zunächst zur Kraftstoffversorgung. Um Ihnen das besser zeigen zu können, haben wir diese Pumpeneinheit ausgebaut. Sie besteht aus Kraftstoffpumpe, Kraftstoffdruckspeicher und Filter. Die Kraftstoffpumpe saugt den Kraftstoff aus dem Tank über die Ansaugvorrichtung und pumpt ihn in den Kraftstoffdruckspeicher. Dieser Druckspeicher dämpft die Förderpumpengeräusche und hält einen bestimmten Vordruck in der Anlage nach Abstellen des Motors. Dadurch wird eine Dampfblasenbildung verhindert und somit ein gutes Heißstartverhalten ermöglicht. Vom Druckspeicher aus fließt der Kraftstoff über den Kraftstofffilter. Danach gelangt der Kraftstoff zum Kraftstoffmengenteiler des Gemischreglers. Dieses Videoprogramm zeigt die Bauteile, die Funktionen und die Prüf- und Einstellarbeiten der Car-Jetronic. Was heißt Car-Jetronic eigentlich? Car steht für kontinuierlich. Jetronic ist die Bezeichnung der Firma Bosch für Einspritzsysteme. Zunächst zur Kraftstoffversorgung. Um Ihnen das besser zeigen zu können, haben wir diese Pumpeneinheit ausgebaut. Sie besteht aus Kraftstoffpumpe, Kraftstoffdruckspeicher und Filter. Die Kraftstoffpumpe saugt den Kraftstoff aus dem Tank über die Ansaugvorrichtung und pumpt ihn in den Kraftstoffdruckspeicher. Dieser Druckspeicher dämpft die Förderpumpengeräusche und hält einen bestimmten Vordruck in der Anlage nach Abstellen des Motors. Dadurch wird eine Dampfblasenbildung verhindert und somit ein gutes Heißstartverhalten ermöglicht. Vom Druckspeicher aus fließt der Kraftstoff über den Kraftstofffilter. Danach gelangt der Kraftstoff zum Kraftstoffmengenteiler des Gemischreglers. Am Gemischregler unterscheiden wir zwischen dem Luftmengenmesser und dem Kraftstoffmengenteiler. Der Mengenteiler hat die Aufgabe, in Verbindung mit dem Luftmengenmesser im Verhältnis zur angesaugten Luftmenge die entsprechende Kraftstoffmenge zu dosieren und auf die einzelnen Zylinder zu verteilen. Er besteht aus folgenden Teilen: dem Gehäuse Ober- und Unterteil, der Stahlmembrane, die gleichzeitig die Trennung und Abdichtung der beiden Gehäuseteile übernimmt, dem Schlitzträger mit Steuerkolben, den Differenzdruckventilen und dem Systemdruckregel- und Absperrventil. Der Luftmengenmesser misst die vom Motor angesaugte Luft. Er besteht aus dem Lufttrichter,
und der Stauscheibe mit dem Übertragungshebel zum Steuerkolben des Mengenteilers. Nun zur Funktion. Zunächst wird das Unterteil des Mengenteilers mit Kraftstoff befüllt. Ein im Unterteil eingebautes Systemdruckregelventil steuert den Druck. Wird der Motor gestartet, hebt sich abhängig vom Luftbedarf des Motors die Stauscheibe im Luftmengenmesser an und schiebt den Steuerkolben nach oben. Je nach Hub der Stauscheibe gibt der Steuerkolben mit seiner Steuerkante im Schlitzträger einen bestimmten Öffnungsquerschnitt frei. Jetzt fließt Kraftstoff vom Unterteil des Mengenteilers über den Steuerkolben zum Oberteil und von hier zum Einspritzventil. Die Einspritzventile liegen im Öffnungsdruck unter dem Systemdruck, so dass der Kraftstoff durch die geöffneten Einspritzventile fein zerstäubt vor die Einlassventile gesprüht wird. Am Gemischregler unterscheiden wir zwischen dem Luftmengenmesser und dem Kraftstoffmengenteiler. Der Mengenteiler hat die Aufgabe, in Verbindung mit dem Luftmengenmesser im Verhältnis zur angesaugten Luftmenge die entsprechende Kraftstoffmenge zu dosieren und auf die einzelnen Zylinder zu verteilen. Er besteht aus folgenden Teilen: dem Gehäuseober- und Unterteil, der Stahlmembrane, die gleichzeitig die Trennung und Abdichtung der beiden Gehäuseteile übernimmt, dem Schlitzträger mit Steuerkolben, den Differenzdruckventilen und dem Systemdruckregel- und Absperrventil. Der Luftmengenmesser misst die vom Motor angesaugte Luft. Er besteht aus dem Lufttrichter und der Stauscheibe mit dem Übertragungshebel zum Steuerkolben des Mengenteilers. Nun zur Funktion. Zunächst wird das Unterteil des Mengenteilers mit Kraftstoff befüllt. Ein im Unterteil eingebautes Systemdruckregelventil steuert den Druck. Wird der Motor gestartet, hebt sich abhängig vom Luftbedarf des Motors die Stauscheibe im Luftmengenmesser an und schiebt den Steuerkolben nach oben. Je nach Hub der Stauscheibe gibt der Steuerkolben mit seiner Steuerkante im Schlitzträger einen bestimmten Öffnungsquerschnitt frei. Jetzt fließt Kraftstoff vom Unterteil des Mengenteilers über den Steuerkolben zum Oberteil und von hier zum Einspritzventil. Die Einspritzventile liegen im Öffnungsdruck unter dem Systemdruck, so dass der Kraftstoff durch die geöffneten Einspritzventile fein zerstäubt vor die Einlassventile gesprüht wird.
Die Differenzdruckventile stellen einen Druckunterschied von 0,1 bar her. Das heißt, der Druck im Gehäuseunterteil ist um 0,1 bar höher als im Oberteil. Dadurch bestimmt nur die Schlitzgröße und nicht die Toleranzen im Systemdruck oder im Öffnungsdruck der Einspritzventile die Durchflussmenge. Um die Gemischzusammensetzung den unterschiedlichen Betriebszuständen des Motors anzupassen, sind noch einige Korrektureinheiten nötig. Bei der K-Jetronik unterscheiden wir zwei Druckkreise. Den Arbeitsdruck bzw. den Systemdruck und den Steuerdruck. Der Systemdruck wird von der elektrischen Kraftstoffpumpe erzeugt und vom Systemdruckregelventil im Mengenteiler geregelt. Der Kraftstoff für den Steuerdruckkreis wird vom Systemdruck abgenommen und die Höhe des Drucks vom Warmlaufregler bestimmt. Der Steuerdruck über dem Steuerkolben bildet die Gegenkraft zur Luftkraft an der Stauscheibe und bestimmt in Abhängigkeit der Stauscheibenstellung die Gemischzusammensetzung. Die Differenzdruckventile stellen einen Druckunterschied von 0,1 bar her. Das heißt, der Druck im Gehäuseunterteil ist um 0,1 bar höher als im Oberteil. Dadurch bestimmt nur die Schlitzgröße und nicht die Toleranzen im Systemdruck oder im Öffnungsdruck der Einspritzventile die Durchflussmenge. Der Systemdruck wird von der elektrischen Kraftstoffpumpe erzeugt und vom Systemdruckregelventil im Mengenteiler geregelt. Der Kraftstoff für den Steuerdruckkreis wird vom Systemdruck abgenommen und die Höhe des Drucks vom Warmlaufregler bestimmt. Der Steuerdruck über dem Steuerkolben bildet die Gegenkraft zur Luftkraft an der Stauscheibe und bestimmt in Abhängigkeit der Stauscheibenstellung die Gemischzusammensetzung. Der Warmlaufregler. Seine Aufgabe besteht darin, eine Anpassung des Gemisches an Temperatur und Lastzustände des Motors zu bewirken. Wie geschieht dies? Bei kaltem Motor wird durch eine Bimetallfeder eine Verringerung des Steuerdrucks erreicht. Dadurch können bei gleicher Luftmenge Stauscheibe und Steuerkolben weiter nach oben gehen und durch die größere Öffnung am Schlitzträger mehr Kraftstoff zum Einspritzventil fließen. Bei warmem Motor wird die Funktion der Bimetallfeder aufgehoben. Dadurch erhöht sich der Steuerdruck. Höherer Steuerdruck bedeutet weniger Kraftstoff. Unabhängig von diesen Temperaturzuständen wird vom Unterdruck im Saugrohr über eine Membrane im Warmlaufregler der jeweilige Steuerdruck zusätzlich korrigiert. Das bedeutet, hoher Unterdruck im Saugrohr ist gleich höherer Steuerdruck, also weniger Kraftstoff. Niederer Unterdruck ist gleich niederer Steuerdruck, also größere Kraftstoffmenge. Der Warmlaufregler ist abhängig von seinem Einbauort auf einem Wärmespeicher befestigt. Dieser verhindert ein zu schnelles Abkühlen der Bimetallfeder nach Abstellen des Motors. Und nun der Zusatzluftschieber. Er leitet bei kaltem Motor zusätzlich Luft unter Umgehung der Drosselklappe in den Ansaugkammer. Er gleicht damit die erhöhten Reibungsverluste des kalten Motors aus. Die Drehzahl wird angehoben.
Der Zusatzluftschieber wird in zwei Ausführungen verbaut. Als elektrisch gesteuerter oder als kühlmittelgesteuerter. Und zum Schluss die Kaltstarteinrichtung. Sie dient als Starthilfe bei niedrigen Temperaturen. Sie besteht aus dem Thermozeitschalter, dem 0-Grad-Schalter, dem Kaltstartrelais und dem Kaltstartventil. Wird der Motor gestartet, wird temperaturabhängig über das Startventil zusätzlich Kraftstoff in den Ansaugkrümmer gesprüht. Die Zeitdauer dieser zusätzlichen Einspritzung ist abhängig von der Auslegung des Thermozeitschalters und der Länge des Anlassvorganges. Dieser Thermozeitschalter versorgt bei einer Minustemperatur von 20 Grad das Kaltstartrelais 12 Sekunden mit Masse. Ab plus 35 Grad erfolgt keine zusätzliche Einspritzung mehr. Zur Verbesserung des Kaltstartverhaltens wurde die Kaltstarteinrichtung mit einem 0-Grad-Schalter ausgestattet. Dieser bewirkt bei einer Temperatur unter 0 Grad Celsius eine Selbsthaltung des Kaltstartrelais und somit ist die Dauer der Einspritzung nur vom Thermozeitschalter abhängig. Das waren die Bauteile und deren Funktionen. Wir wollen sie in der Reihenfolge noch einmal wiederholen. Es sind die Kraftstoffpumpe, der Kraftstoffspeicher, der Kraftstofffilter, der Gemischregler, bestehend aus dem Luftmengenmesser und dem Kraftstoffmengenteiler. Das Systemdruckregelventil, der Warmlaufregler, der Zusatzluftschieber und die Kaltstarteinrichtung, bestehend aus dem Thermozeitschalter, dem Kaltstartrelais, dem Kaltstartventil und dem 0-Grad-Schalter. Und nun zu den Prüf- und Wartungsarbeiten. Vor Beginn der Arbeiten an der Kaltjettronik vergewissern Sie sich auf jeden Fall, ob der Motor in Ordnung ist. Zündung und Ventile richtig eingestellt und die Zündkerzen in einwandfreiem Zustand sind. Wie die Arbeiten am System durchgeführt werden, das zeigt Ihnen unser Meister. Beginnen wir mit der Kraftstoffversorgung. Zunächst die Sichtprüfung. Wir vergewissern uns, ob alle Schlauch- und Leitungsanschlüsse dicht sind. Danach gehen wir an die Kraftstoffmengenprüfung. Sie soll uns Auskunft geben, ob ausreichend Kraftstoff zum Gemischregler gefördert wird. Als Prüfwerkzeuge benötigen wir diesen Kraftstoffschlauch und ein Messglas mit ca. 2 Liter Fassungsvermögen. Der Schlauch wird am Rücklauf des Kraftstoffmengenteilers angeschlossen. Damit Sie die Kraftstoffpumpe bei eingeschalteter Zündung in Betrieb nehmen können, ziehen Sie das Kraftstoffpumpenrelais ab und überbrücken am Relaissockel die Klemme 15 mit 87. Achtung! Bei einer Falschüberbrückung von Klemme 15 und 31b entsteht ein Kurzschluss im Steuergerät der Zündanlage. Die Stromanschlüsse am Warmlaufregler und am Thermozeitschalter ziehen Sie auch ab. Falls der Motor einen elektrisch gesteuerten Zusatzluftschieber hat, lösen Sie auch hier den Anschluss, damit sich während der Prüfarbeiten die Heizelemente nicht unkontrolliert aufheizen. Schalten Sie nun die Zündung 30 Sekunden lang ein.
Danach müssen mindestens 750 Kubikzentimeter Kraftstoff im Messglas sein. Ist das Messglas jetzt mit weniger als 750 Kubikzentimeter gefüllt, so kann das folgende Gründe haben. Das Feinsieb in der Ansaugvorrichtung ist verschmutzt. Der Vorlaufschlauch ist geknickt. Die Kraftstoffpumpe hat einen schlechten elektrischen Kontakt oder ist verschlissen. Der Kraftstofffilter ist verschmutzt. Wird er ausgewechselt? So ist der Einbauhinweis auf dem Filtergehäuse zu beachten. Als nächstes die Druckprüfung. Wir prüfen den Systemdruck und den Steuerdruck. Der Systemdruck wird von der elektrischen Kraftstoffpumpe erzeugt und vom Systemdruckregelventil im Mengenteiler geregelt. Der Kraftstoff für den Steuerdruckkreis wird vom Systemdruck abgenommen und die Höhe des Drucks vom Warmlaufregler bestimmt. Der Steuerdruck über dem Steuerkolben bildet die Gegenkraft zur Luftkraft an der Stauscheibe und bestimmt in Abhängigkeit der Stauscheibenstellung die Gemischzusammensetzung. Zur Prüfung des Systemdrucks schrauben wir die Druckleitung vom Kraftstoffmengenteiler zum Warmlaufregler ab. Als Werkzeug benötigen wir diesen und diesen Prüfanschluss. Und den 10 Bar Druckgeber. Er wird mit dem einen Ende am Kraftstoffmengenteiler und mit dem anderen an der Steuerdruckleitung zum Warmlaufregler angeschraubt. Wir klemmen den Schlauch zum Warmlaufregler zu und schalten die Zündung ein. Der am Tester angezeigte Systemdruck soll zwischen 4,5 und 5,2 Bar liegen. Der am Tester angezeigte Systemdruck soll zwischen 4,5 und 5,2 Bar liegen. Ist dies nicht der Fall, so kann der Systemdruck durch Hinzufügen oder Weglassen dieser Scheiben im Systemdruckregelventil auf den vorgeschriebenen Wert eingestellt werden. Die Höhe des Steuerdruckes ist temperaturabhängig. Wir müssen deshalb die Temperatur des Warmlaufreglers messen. Wir tun dies mit der Temperaturmesssonde unseres Servicetesters. Jetzt kann geprüft werden. Wir öffnen die Schlauchklemme und schalten die Zündung ein. Der nun angezeigte Druckwert muss dem Sollwert in der Tabelle für die vorher gemessene Temperatur am Warmlaufregler entsprechen. Liegt der Steuerdruck außerhalb der Toleranzgrenzen, dann können folgende Fehler vorliegen. Die Rücklaufleitung kann geknickt oder verlegt sein. Das Absperrventil im Mengenteiler kann defekt sein. Oder der Warmlaufregler ist defekt. Wir entfernen die Rücklaufleitung vom Warmlaufregler am Kraftstoffmengenteiler, verschließen die Öffnung
und prüfen den Druck erneut. Liegt der Druck immer noch außerhalb der Toleranzgrenzen, so ist der Warmlaufregler defekt und muss ausgewechselt werden. Ist er in Ordnung, so überprüfen wir das Absperrventil im Mengenteiler und die Rücklaufleitung auf Durchgang. Zur Prüfung des Zusatzluftschiebers. Wir unterscheiden bei der Prüfung den kühlmittelgesteuerten und den elektrisch gesteuerten Zusatzluftschieber. Zur Kontrolle der Öffnungen bauen wir den Luftschieber aus. Beim elektrischen ist die Luftbohrung bei kaltem Motor, also ca. 20 Grad, etwa halb geöffnet. Beim kühlmittelgesteuerten Zusatzluftschieber muss der Öffnungsspalt 5,5 mm betragen, bei 20 Grad. Eine Korrektur erfolgt hier an der Einstellschraube des Dehnstoffelements. Nach dem Wiedereinbau schließen wir die Schläuche wieder an und starten den Motor. Drücken wir nun bei kaltem Motor die Luftzufuhr ab, muss die Drehzahl abfallen. Ist der Motor warm, darf sich beim Abdrücken des Schlauches die Drehzahl kaum verändern. Ist das nicht der Fall, so ist entweder der Schlauch undicht, der Zusatzluftschieber defekt oder die Stromzuführung nicht in Ordnung. Nun die Prüfarbeiten am Gemischregler. Um die richtige Lage der Stauscheibe zu prüfen, haben wir die Ansaughutze am Luftmengenmesser abgebaut. Bei richtiger Einstellung muss die Oberkante der Stauscheibe bündig im Kegelanfang liegen. Sie darf keinesfalls höher und nur maximal 0,5 mm darunter liegen. Die Lage kann, falls nötig, durch Nachbiegen dieser Formfeder korrigiert werden. Nach der Überprüfung der Stauscheibenlage kontrollieren wir die Leichtgängigkeit des Übertragungshebels im Luftmengenmesser. Wir schalten für ca. 5 Sekunden die Zündung ein. Nach dem Abschalten bleibt ein Restdruck erhalten, der den Steuerkolben am Übertragungshebel zur Auflage bringt. Ziehen wir nun die Stauscheibe hoch, dann muss über den gesamten Weg ein gleichmäßiger Widerstand zu spüren sein. Lassen wir die Stauscheibe los, soll sie federnd in die Ausgangslage zurückfallen. Wir ziehen die Stauscheibe nochmals hoch und führen sie anschließend langsam in die Ausgangslage zurück. Dabei muss der stetige Kontakt mit dem Steuerkolben spürbar sein. Bei Schwergängigkeit des Übertragungshebels muss der Luftmengenmesser ausgewechselt werden. Bei Schwergängigkeit des Steuerkolbens der Kraftstoffmengenteiler. Zur Prüfung des Steuerdrucks beim betriebswarmen laufenden Motor ziehen wir den Unterdruckschlauch vom Warmlaufregler ab und verschließen ihn. Unsere Prüfwerte müssen zwischen 2,7 und 3,1 bar liegen. Ist der Unterdruckschlauch wieder aufgesteckt, so muss der Wert zwischen 3,4 und 3,8 bar sein. Sind die gemessenen Drücke unter den jeweiligen Bedingungen trotz einwandfreiem Rücklauf außerhalb der Toleranzgrenzen, so ist der Warmlaufregler defekt. Die Dichtheitsprüfung ist der letzte Test dieses Gesamtsystems. Hierzu stellen wir den warmen Motor ab. Nach einer Standzeit von 20 Minuten muss der Restdruck im System mindestens 1,5 bar betragen.
Ist das nicht der Fall, so müssen das Rückschlagventil der Kraftstoffpumpe, die Membrane des Druckspeichers, das Absperrventil im Mengenteiler, das Kaltstartventil und die Einspritzventile auf Dichtheit überprüft werden. Treten im Fahrbereich Probleme an einzelnen Zylindern auf, so kommen dafür bei richtig eingestellter Zündung, einwandfreien Zündkerzen, guten Kompressionswerten und dichtem Ansaugsystem folgende Fehlerursachen in Betracht. Entweder ist das Einspritzventil oder die Einspritzleitung des betreffenden Zylinders defekt oder der Kraftstoffmengenteiler arbeitet fehlerhaft. In welchem dieser beiden Bauteile der Fehler liegt, finden wir durch folgende einfache Prüfung heraus. Wir vertauschen den Anschluss der Einspritzleitung des fehlerbehafteten Zylinders am Kraftstoffmengenteiler. Wandert der Fehler auf einen anderen Zylinder, dann ist der Kraftstoffmengenteiler defekt. Bleibt die Störung dagegen am selben Zylinder, so liegt der Fehler am Einspritzventil oder an der Einspritzleitung. Als nächstes gehen wir zur Kaltstarteinrichtung. Wir überprüfen das Kaltstartventil mit dieser Prüfleitung. Wir gehen in folgenden Schritten vor. Abziehen des Kabelbaumsteckers vom Kaltstartventil und Ausbau des Kaltstartventils. Der Kraftstoffanschluss bleibt. Nun verbinden wir die Prüfleitung mit dem Kaltstartventil und halten es über ein Messglas. Tippen wir nun mit den Klipsen unserer Prüfleitung auf die Batteriepole, so muss das Startventil abspritzen. Fällt danach, nach Abtrocknen der Düse, innerhalb einer Minute kein Tropfen ab, so ist das Ventil dicht. Wir wissen nun, dass das Kaltstartventil richtig arbeitet. Aber die Starteinrichtung funktioniert dennoch nicht. So kann es dafür folgende Ursachen geben. Das Diodenrelais einschließlich Kabelverbindung oder der Thermozeitschalter sind defekt. Wir überprüfen zunächst das Diodenrelais. Dazu entfernen wir unsere Brücke im Relaissockel und setzen das Pumpenrelais wieder ein. Wir verbinden unsere Prüfleitung nur mit dem Kabelbaumstecker. Wenn wir den Stecker am Thermozeitschalter abziehen und die Klemme W auf Masse legen, simulieren wir einen geschlossenen Thermozeitschalter. Beim Starten muss Spannung, mindestens 9 Volt, zwischen den beiden Klipsen der Prüfleitung anliegen. Ist das nicht der Fall, sind die Leitungen zum Kaltstartrelais unterbrochen oder das Relais selbst ist defekt. Als nächstes testen wir, ob der Thermozeitschalter richtig arbeitet. Der Thermozeitschalter wird durch Messung des elektrischen Widerstandes geprüft. Die Messergebnisse sind abhängig vom jeweils verbauten Thermozeitschalter. Bei dem hier zu prüfenden Thermozeitschalter müssen folgende Werte erreicht werden. Klemme G zum Gehäuse, Temperatur größer 40 Grad, Widerstand 100 bis 200 Ohm. Klemme W zum Gehäuse, Temperatur größer 40 Grad, Widerstand 100 bis 300 Ohm. Klemme G zu Klemme W, Temperatur kleiner 30 Grad, Widerstand 35 bis 55 Ohm. Klemme G zu Klemme W, Temperatur größer 40 Grad, Widerstand
50 bis 80 Ohm. Sehen wir uns ein Beispiel an. Widerstand, Klemme G zu Klemme W. Bei einer kleineren Temperatur als 30 Grad. 49 Ohm. Der Messwert liegt also innerhalb der auf der Tabelle angegebenen Grenzen. Messwerte für andere Thermozeitschalter ersehen Sie aus den technischen Daten. Hat die Kaltstarteinrichtung einen 0-Grad-Schalter? Der 0-Grad-Schalter hat die Aufgabe, das Diodenrelais bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius in Selbsthaltung zu bringen. Wir simulieren diesen Zustand, indem wir die beiden Anschlüsse des 0-Grad-Schalters verbinden. Klemme W des Thermozeitschalters an Masse legen und starten. Auch nach Unterbrechung des Startvorganges muss das Kaltstartventil bei eingeschalteter Zündung weiterhin abspritzen, bis die Klemme von Masse getrennt wird. Zur Prüfung bauen wir ihn aus und kühlen ihn mit einem Kältespray auf unter 0 Grad ab. Danach messen wir den elektrischen Widerstand. Unter 0 Grad müssen wir Durchgang haben. Über 0 Grad Unterbrechung. Nach sorgfältiger Durchführung all dieser Arbeiten müssten alle Störungen in der Kraftstoffversorgung beseitigt sein. Ursache eines unbefriedigenden Motorlaufes könnten trotz intakter Kraftstoffversorgung noch Undichtigkeiten im Luftansaugsystem oder fehlerhafte Einstellungen des Leerlaufs und CO-Gehalts sein. Wir überprüfen deshalb das gesamte Unterdrucksystem zwischen Gemischregler und Motor. Undichte Stellen können sein am Schlauchanschluss des Drosselklappenstutzen, am Faltenbalg des Luftmengenmessers, am Schlauch zwischen Bremskraftverstärker und Luftsammler, am Schlauchanschluss des Zusatzluftschiebers, an der Saugrohrbefestigung, die Dichtringe der Einspritzventile und an der Dichtung am Flansch des Kaltstartventils. Weiter müssen wir auf Dichtheit überprüfen, die Motorentlüftung, die Ventildeckeldichtung, die Öleinfüllstutzendichtung und die Gummidichtung am Ölmessstab. Nach Abschluss der Prüfarbeiten nun noch ein paar Erläuterungen zu den Einstellarbeiten. Wir stellen ein die Leerlaufdrehzahl und den CO-Gehalt. Zur Einstellung der Leerlaufdrehzahl schalten Sie bitte alle elektrischen Verbraucher im Auto aus. Kontrollieren Sie, ob der Motor betriebswarm ist, also mindestens 60 Grad Öltemperatur hat. Die Leerlaufdrehzahl wird ausschließlich an der Leerlaufluftschraube hier am Drosselklappenstutzen eingestellt. Sie soll bei 900 plus minus 50 Umdrehungen pro Minute liegen. Dabei muss der CO-Wert 1,5 plus minus 0,5 Volumenprozent haben. Eine Korrektur erfolgt hier am Luftmengenmesser nach Entfernen der Eingriffssicherung. Beachten Sie bitte, dass nach der Korrektur die Eingriffssicherung erneuert wird. Ist der Motor mit einem Drosselklappenansteller ausgerüstet, dann muss bei ausgefahrenem Ansteller ein Abstand von 3 mm zwischen Drosselhebel und Anschlagschraube sein. Eine Korrektur wird an der Schraube des Anstellers durchgeführt. Die Federlänge des ausgefahrenen Anstellers
muss 23 mm betragen. Eine Korrektur erfolgt hier an der Mutter. Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben die Bauteile der Kajetronik betrachtet, die Funktionen gesehen und die Prüf- und Wartungsarbeiten behandelt. Danke, Herr Huber. Die vorhandene Fehlersuchtabelle und selbstverständlich auch die Reparaturanleitung umfassen alle gezeigten Prüf- und Kontrollarbeiten. Sollte sich bei der Beanstandung ein Fehler klar abzeichnen, so sind selbstverständlich nur die direkt betroffenen Prüfschritte durchzuführen. Wenn Sie das eine oder andere noch mal sehen wollen, schauen Sie sich die Kassette einfach noch mal an. Zunächst zur Kraftstoffversorgung. Um Ihnen das besser zeigen zu können, haben wir diese Pumpeneinheit ausgebaut. Sie besteht aus Kraftstoffpumpe, Kraftstoffdruckspeicher und Filter. Die Kraftstoffpumpe saugt den Kraftstoff aus dem Tank über die Ansaugvorrichtung und pumpt ihn in den Kraftstoffdruckspeicher. Dieser Druckspeicher dämpft die Förderpumpengeräusche und hält einen bestimmten Vordruck in der Anlage nach Abstellen des Motors. Dadurch wird eine Dampfblasenbildung verhindert und somit ein gutes Heißstartverhalten ermöglicht. Vom Druckspeicher aus fließt der Kraftstoff über den Kraftstofffilter. Danach gelangt der Kraftstoff zum Kraftstoffmengenteiler des Gemischreglers. Wie die Arbeiten am System durchgeführt werden, das zeigt Ihnen unser Meister. Beginnen wir mit der Kraftstoffversorgung. Zunächst die Sichtprüfung. Wir vergewissern uns, ob alle Schlauch- und Leitungsanschlüsse dicht sind. Danach gehen wir an die Kraftstoffmengenprüfung. Sie soll uns Auskunft geben, ob ausreichend Kraftstoff zum Gemischregler gefördert wird. Als Prüfwerkzeuge benötigen wir diesen Kraftstoffschlauch und ein Messglas mit ca. 2 Liter Fassungsvermögen. Der Schlauch wird am Rücklauf des Kraftstoffmengenteilers angeschlossen. Damit Sie die Kraftstoffpumpe bei eingeschalteter Zündung in Betrieb nehmen können, ziehen Sie das Kraftstoffpumpenrelais ab und überbrücken am Relaissockel die Klemme 15 mit 87. Achtung! Bei einer Falschüberbrückung von Klemme 15 und 31b entsteht ein Kurzschluss im Steuergerät der Zündanlage. Die Stromanschlüsse am Warmlaufregler und am Thermozeitschalter ziehen Sie auch ab. Falls der Motor einen elektrisch gesteuerten Zusatzluftschieber hat, lösen Sie auch hier den Anschluss, damit sich während der Prüfarbeiten die Heizelemente nicht unkontrolliert aufheizen. Schalten Sie nun die Zündung 30 Sekunden lang ein. Danach müssen mindestens 750 Kubikzentimeter Kraftstoff im Messglas sein. Ist das Messglas jetzt mit weniger als 750 Kubikzentimeter gefüllt, so kann das folgende Gründe haben. Das Feinsieb in der Ansaugvorrichtung ist verschmutzt.
Der Vorlaufschlauch ist geknickt. Die Kraftstoffpumpe hat einen schlechten elektrischen Kontakt oder ist verschlissen. Der Kraftstofffilter ist verschmutzt. Wird er ausgewechselt, so ist der Einbauhinweis auf dem Filtergehäuse zu beachten. Als nächstes die Druckprüfung. Wir prüfen den Systemdruck und den Steuerdruck. Zur Prüfung des Systemdrucks schrauben wir die Druckleitung vom Kraftstoffmengenteiler zum Warmlaufregler ab. Als Werkzeug benötigen wir diesen und diesen Prüfanschluss. Und den 10 Bar Druckgeber. Er wird mit dem einen Ende am Kraftstoffmengenteiler und mit dem anderen an der Steuerdruckleitung zum Warmlaufregler angeschraubt. Wir klemmen den Schlauch zum Warmlaufregler zu und schalten die Zündung ein. Der am Tester angezeigte Systemdruck soll zwischen 4,5 und 5,2 Bar liegen. Ist dies nicht der Fall, so kann der Systemdruck durch Hinzufügen oder Weglassen dieser Scheiben im Systemdruckregelventil auf den vorgeschriebenen Wert eingestellt werden. Die Höhe des Steuerdruckes ist temperaturabhängig. Wir müssen deshalb die Temperatur des Warmlaufreglers messen. Wir tun dies mit der Temperaturmesssonde unseres Servicetesters. Jetzt kann geprüft werden. Wir öffnen die Schlauchklemme und schalten die Zündung ein. Der nun angezeigte Druckwert muss dem Sollwert in der Tabelle für die vorher gemessene Temperatur am Warmlaufregler entsprechen. Liegt der Steuerdruck außerhalb der Toleranzgrenzen, dann können folgende Fehler vorliegen. Die Rücklaufleitung kann geknickt oder verlegt sein. Das Absperrventil im Mengenteiler kann defekt sein. Oder der Warmlaufregler ist defekt. Wir entfernen die Rücklaufleitung vom Warmlaufregler am Kraftstoffmengenteiler, verschließen die Öffnung und prüfen den Druck erneut. Liegt der Druck immer noch außerhalb der Toleranzgrenzen, so ist der Warmlaufregler defekt und muss ausgewechselt werden. Ist er in Ordnung, so überprüfen wir das Absperrventil im Mengenteiler und die Rücklaufleitung auf Durchgang. Als nächstes gehen wir zur Kaltstarteinrichtung. Wir überprüfen das Kaltstartventil mit dieser Prüfleitung. Wir gehen in folgenden Schritten vor. Abziehen des Kabelbaumsteckers vom Kaltstartventil und Ausbau des Kaltstartventils. Der Kraftstoffanschluss bleibt. Nun verbinden wir die Prüfleitung mit dem Kaltstartventil und halten es über ein Messglas. Tippen wir nun mit den Klipsen unserer Prüfleitung auf die Batteriepole, so muss das Startventil abspritzen. Fällt danach, nach Abtrocknen der Düse, innerhalb einer Minute kein Tropfen ab, so ist das Ventil dicht. Wir wissen nun, dass das Kaltstartventil richtig arbeitet, aber die Starteinrichtung funktioniert dennoch nicht. So kann es dafür folgende Ursachen geben. Das Diodenrelais einschließlich Kabelverbindung oder
der Thermozeitschalter sind defekt. Wir überprüfen zunächst das Diodenrelais. Dazu entfernen wir unsere Brücke im Relaissockel und setzen das Pumpenrelais wieder ein. Wir verbinden unsere Prüfleitung nur mit dem Kabelbaumstecker. Wenn wir den Stecker am Thermozeitschalter abziehen und die Klemme W auf Masse legen, simulieren wir einen geschlossenen Thermozeitschalter. Beim Starten muss Spannung, mindestens 9 Volt, zwischen den beiden Klipsen der Prüfleitung anliegen. Ist das nicht der Fall, sind die Leitungen zum Kaltstartrelais unterbrochen oder das Relais selbst ist defekt. Als nächstes testen wir, ob der Thermozeitschalter richtig arbeitet. Der Thermozeitschalter wird durch Messung des elektrischen Widerstandes geprüft. Die Messergebnisse sind abhängig vom jeweils verbauten Thermozeitschalter. Bei dem hier zu prüfenden Thermozeitschalter müssen folgende Werte erreicht werden. Klemme G zum Gehäuse, Temperatur größer 40 Grad, Widerstand 100 bis 200 Ohm. Klemme W zum Gehäuse, Temperatur größer 40 Grad, Widerstand 100 bis 300 Ohm. Klemme G zu Klemme W, Temperatur kleiner 30 Grad, Widerstand 35 bis 55 Ohm. Klemme G zu Klemme W, Temperatur größer 40 Grad, Widerstand 50 bis 80 Ohm. Sehen wir uns ein Beispiel an. Widerstand, Klemme G zu Klemme W. Bei einer kleineren Temperatur als 30 Grad. 49 Ohm. Der Messwert liegt also innerhalb der auf der Tabelle angegebenen Grenzen. Messwerte für andere Thermozeitschalter ersehen Sie aus den technischen Daten. Hat die Kaltstarteinrichtung einen Nullgradschalter? Der Nullgradschalter hat die Aufgabe, das Diodenrelais bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius in Selbsthaltung zu bringen. Wir simulieren diesen Zustand, indem wir die beiden Anschlüsse des 0-Grad-Schalters verbinden. Klemme W des Thermozeitschalters an Masse legen und starten. Auch nach Unterbrechung des Startvorganges muss das Kaltstartventil bei eingeschalteter Zündung weiterhin abspritzen, bis die Klemme von Masse getrennt wird. Zur Prüfung bauen wir ihn aus und kühlen ihn mit einem Kältespray auf unter 0 Grad ab. Danach messen wir den elektrischen Widerstand. Unter 0 Grad müssen wir Durchgang haben. Über 0 Grad Unterbrechung.